Jedes Hörspiel braucht Geräusche. Ihr könnt die Geräusche natürlich kaufen, ihr könnt Soundarchive kaufen oder Bibliotheken, aber ihr könnt natürlich auch die Geräusche selber aufnehmen und das in euren eigenen vier Wänden. Wie ihr das macht, das zeige ich euch in diesem Video. Willkommen zu einem neuen Workshop-Video aus der Reihe Hörspielproduktion. Ich bin der Daniel aus Mein Ohrenkino und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in euren eigenen vier Wänden die Geräusche für eure Hörspielproduktion aufnehmen könnt. Dazu braucht es eigentlich nicht viel. Theoretisch braucht ihr eigentlich nur ein Aufnahmegerät und alles, was eure Wohnung so hergibt. Für den Anfang empfehle ich euch einen Field Recorder oder einen Handheld Recorder, wie den hier zum Beispiel. Damit könnt ihr eigentlich relativ nah an die Sachen rangehen. Ihr könnt die auch abstellen und vielleicht aus der Entfernung etwas aufnehmen. Und die Aufnahmequalität ist von den meisten Geräten eigentlich auch ganz gut. Wichtig bei den Field Recordern ist, ihr solltet darauf achten, dass er in jedem Fall als Wave-Datei aufnehmen kann und nicht nur als MP3. MP3 kann ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Zusätzlich empfehle ich euch einen Selfie-Stick oder Teleskopstab. Hier vorne könnt ihr den Field Recorder einfach anschließen, einfach ausfahren und wenn ihr nicht direkt an das Geräusch rankommt, könnt ihr damit einfach näher ans Geschehen rankommen. Besonders eignet sich der Selfie-Stick, wenn ihr etwas in einer Bewegung aufnehmt, zum Beispiel Schritte. Wenn hier vorne der Field Recorder dran ist, einfach in Richtung Füße halten, den Selfie-Stick nach unten halten, in der Nähe von den, da wo ihr die Schritte aufnehmt und einfach losmarschieren. Sonst wäre es ein bisschen schwierig, weil ihr müsstet euch mit dem Field Recorder nach unten bücken. Was auch ganz nützlich ist, sind diese kleinen Tischstative. Das hat den Vorteil, sie sind nicht ganz so hoch, das heißt, ihr seid auch relativ nah am Geschehen dran und ihr habt hier oben auch so einen Kugelkopf. Das heißt, ihr könnt auch das Mikro jeweils in die entsprechende Richtung drehen und ihr seid recht nah am Geschehen dran. Eignet sich zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Aufnahmen am Tisch oder so machen wollt, dann könnt ihr es ganz bequem einfach aufstellen, oben den Field Recorder drauf und das Geräusch aufnehmen. Was auch noch ganz wichtig ist bei der Geräuscheaufnahme, ist die Raumakustik. Die ist nicht immer einfach zu beeinflussen, gerade wenn ihr in Räumen seid, wo zum Beispiel wenig Möbel drin stehen oder wenn, wie hier im Wohnzimmer, alles gefliest ist. Da braucht ihr so ein bisschen Hilfe. Und dazu habe ich mir einmal Basotec-Platten geholt. Ihr seht hier, sieht so ein bisschen aus wie Schaumstoff, sind aber also deutlich fester oder deutlich dichter. Und ihr merkt schon, wenn ich hier die so dran halte, dass die Raumakustik schon deutlich verändert wird. Die habe ich mir damals gekauft, weil ich habe mir so eine mobile Sprecherkabine gebaut. Hat nicht so richtig funktioniert und das ist im Prinzip davon übrig geblieben. Die könnt ihr zum Beispiel benutzen, wenn ihr merkt, ja, das hallt ziemlich oder das klingt nicht trocken genug, dann könnt ihr es hiermit so ein bisschen beeinflussen. Bevor ich euch jetzt aber zeige, wie ich hier für mein Ohrenkino die Geräusche aufnehme, habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Und zwar, ihr könnt in eurer Wohnung einfach mal suchen, was produziert eigentlich Geräusche, welche Geräusche braucht ihr. Ihr müsst dafür einfach nicht die Wohnung verlassen. Ihr könnt wirklich sehr viel in eurer eigenen Wohnung aufnehmen. Geht einfach mal durch die Küche, nehmt die Sachen in der Hand, schüttelt mal ordentlich dran oder lasst es vorsichtig auf den Boden fallen. Macht die Türen auf und zu, guckt mal, ob die vielleicht knarren oder nicht, ob die Klinken vielleicht irgendwelche Geräusche von sich geben. Dann könnt ihr natürlich auch Schritte selber aufnehmen, einfach den Flur auf- und abrennen und schön aufnehmen dabei oder andere Geräte. Also ihr könnt so viel in einem Haushalt selber machen, dass ihr, wenn ihr Zeit habt und Lust darauf habt, nicht zwingend ein Soundarchiv kaufen müsst. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr keine Soundarchive kaufen sollt. Diese Soundarchive sind meistens wirklich sehr professionell aufgenommen von professionellen Tonstudios und bieten ein unglaubliches Spektrum an Aufnahmen, die man so vielleicht gar nicht machen kann. Der Nachteil ist halt nur, sie sind recht teuer und wenn ihr so wie ich Hobbyproduzent seid, muss man halt so ein bisschen die Kosten im Auge behalten. Deswegen versuche ich viele Sounds selber aufzunehmen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch jetzt einfach, wie ich bei meinem Ohrenkino meine Geräusche in meiner Wohnung selber aufnehme. Viel Spaß dabei!
Wenn ihr Schritte aufnehmt, geht das auch mit Hilfe eines Brettes, was ihr einfach hier auf die Fliesen legt. Wichtig ist, dass da drunter eine Decke liegt, damit das Brett selber nicht Geräusche von sich gibt, wenn ihr darauf rumlauft. Deswegen könnt ihr das mit der Decke so ein bisschen abfedern. Und wenn ihr dann noch zusätzlich einen schmutzigen Boden simulieren wollt, dann haben wir ja auch noch einen kleinen Tipp für euch. Wir haben jetzt einfach auf dem Brett ein bisschen Kaffee verteilt und das soll jetzt diesen Schmutz so ein bisschen simulieren. Was ich jetzt mache, ist so eine typische Aufnahme für mein Zombie-Hörspiel, indem man so ein bisschen das Hackfleisch quasi durchknetet. Und damit möchte ich sowas wie ja, einen Körper ausweiten oder so ein ja, ganz klassisch Fleischwunden oder sowas simulieren. Ganz wichtig auf jeden Fall, es muss ein gemischtes Hack sein, sonst funktioniert das nicht. Vom Abstand müsst ihr halt mal ausprobieren, wie es mit der Lautstärke passt. Also ruhig relativ nah dran, damit ihr auch was aufnehmen könnt, damit ihr auch was hört. Und dann schauen wir mal, wie sich das anhört. Wichtig ist jetzt, man darf nicht die Geräusche hören hier von dem Topf, sondern es sollte nur das zu hören sein von dem Fleisch. Ihr könnt es im Prinzip noch ein bisschen matschiger machen, wenn ihr quasi so einfach ein Ei drüber haut oder so. Dann hat das noch so einen feuchteren Klang, als wenn sich da noch Blut oder sowas reinmischen würde. Und natürlich nach dem Aufnehmen nicht wegschmeißen, sondern einfach braten. Wenn ihr gerade nichts zum Anbraten habt, könnt ihr das Anbraten auch simulieren. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir nehmen einmal hier ein bisschen Wasser. Und als nächstes einen kleinen Schuss Brause. Ich versuche jetzt mit verschiedenen Materialien so Knistertöne zu erzeugen, was so eine Art Feuer sein soll. Also so ein prasselndes Feuer oder ein Lagerfeuer zum Beispiel. Also das hier ist jetzt so ein so ein dickes Plastik von der Nudeltüte, die wir ja auch schon benutzt haben. Und das klingt so. Dann als nächstes haben wir hier einfach so ein Stück Alufolie, was ich schon ein bisschen vorgeknittert habe. Und hören wir uns mal an, wie das klingt. Und als drittes habe ich hier eine relativ leichte Folie, die so ein bisschen, also die ist nicht so dick, die ist relativ dünn. Und hören wir uns mal an, wie das hier klingt.
Bei der nächsten Aufnahme wollen wir einmal die Knochen knacken lassen. Dazu brauchen wir nichts weiter als ein paar Nudeln und ein Küchenhandtuch. Hier seht ihr nochmal den Field Recorder in der Nähe von den Nudeln. Da. Wichtig ist natürlich, die dürfen nicht weich gekocht sein, sondern es müssen harte Nudeln sein, klar. Probieren wir noch mal die andere Sorte. Wie wir gerade festgestellt haben, die Nudeln eignen sich nicht ganz so gut. Die anderen waren besser, glaube ich. Hier seht ihr noch mal den Aufbau mit Basotec-Platten. Das sind die Platten, die übrig geblieben sind von meiner mobilen Sprecherkabine. Und diese benutze ich dann, wenn zum Beispiel Geräusche aufzunehmen sind, die sehr leise sind. Jetzt als Beispiel möchte ich euch zeigen, wie ich eine Feder aufnehme beim Schreiben, also dieses Kratzen auf Papier und ein Edding. Dafür benutze ich halt die Basotec-Platten, damit ihr den Raumhall, ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, so ein bisschen abdämpfen. Das war es auch schon wieder mit meinem neuen Workshop-Video, Geräusche aufnehmen aus der Workshop-Reihe Hörspielproduktion. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Tipps geben. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen animieren, selber mal das Mikrofon in die Hand zu nehmen und Geräusche aufzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keinen meiner Workshop-Videos oder meiner Hörspiele. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.